Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zur Demo von Karma The Dark World. Ist vergangene Woche bei Steam als Demo erschienen und es ist überraschend und mir fällt auch gar keine richtige Parallele dazu ein. Das ist schon etwas sehr Einzigartiges. Darum werde ich auch gar nicht viel Vorrede offerieren, sondern direkt mit euch reingehen. Los geht's! MCs, wer das kennt, ist ein alter Sack, weil ich kenne sie. Und dann bist du das auch. Face the truth. Hier geht's direkt weiter. Und ich verstehe auch manchmal nicht, wie die Presse solche Titel in hübscher Regelmäßigkeit übersieht. Ich bekomme ja bei Google immer mal Empfehlungen und dann werden dann ja auch mal kleinere Spiele empfohlen. Gerade heute wieder irgend so ein Bullshit-Anomaliesuche, angeblich fotorealistisch. So ein austauschbarer Titel und sowas hier, das wird übersehen. Ich habe jetzt selber auch noch nicht viel von dem Spiel gesehen. Es reicht aber, um zu entscheiden, das erleben wir doch mal einfach gemeinsam. Handgeschriebene Notiz. Ihr Leute werdet nicht obsiegen. Kommt in den Transition Room nach der Kalibrierung. Okay. Hier sehen wir auch so diese ganz alten Datenträger, ne? Unter anderem diese Dinger, die hat es ja auch nicht lange gegeben. Das ist also eher so ein so eine Parallelwelt. Levertan Hospital. Das sind wir. Wir sind schon ziemlich im Arsch, würde ich sagen. What happened to me? Ja, da gehen wir doch mal rausschauen. Am I related to these people? Ja, man kann sie kaum erkennen, bitte. Ja, ist das nicht idyllisch? Wenn da nicht die Glitches wären, irgendwas stimmt in dieser Welt nicht. Ah. Okay. Okay, okay. Alles gut. Vögelchen. Die dürfen das. Tja, die Grafikfehler werden schlimmer. Hat so ein bisschen was von 12 Monkeys, oder? Abgesehen von der Waschbecken-Szene. Das hatte eher was von Resident Evil 2 Remake. Okay, dann suchen wir mal den Raum. Ah ja, mit Mausbewegung schwenken wir auf. Welcome, Special Agent. Ja, hallo. Please have a seat. Gerne. Hier? Das ist aber ein... Gut. Okay, hier sollen wir Gamma-Regler einstellen. Ich bin mal dafür. Good. Ja.
Auch schön, ne? Please go to the table. Die Option, Kalibrierung auf diese Weise ins Spiel zu integrieren. Performing audio calibration. The brightest galaxy I've ever seen was a diamond shrouded in ghastly dark blue flames. Ja. Ja, mal Magnetbänder. Dynamic range. Okay, ja, wir sind doch einverstanden, oder? Please stand at the marked location. Gut. Performing spatial calibration. Was soll ich denn tun? Field of view, achso. Nee, auch alles gut. Excellent. Calibration complete. Good luck on your missions. Dankeschön. Please proceed to the transition room. Gut. Ja, nicht zu übersehen. Okay, hier soll es, glaube ich, nicht so aussehen, wie es aussieht. Aha. Auch so uralte Ostblock-Elektronik. Dieser ganze Raum würde heute wahrscheinlich auf ein Smartphone passen. Was ist denn mal hier? Ein Memo. Okay, Stage Potted. Dritte Generation Prototyp 3. Beobachtende Drittgenerationsprototypen zeigen bessere emotionale Stabilität während des Wachstums. Einige Subjekte sind früher aufgewacht als erwartet. Sofort beseitigen. Okay. Ach, ist ja reizend. Hier wachsen Menschen unter Zuchtzelten. Ich weiß nicht, ob ich sowas sehen will, ehrlich gesagt. Oh, und da ist der... Da ist die Resterampe. Gut, hier gehen wir schnell weiter. Hi, Dude. Ah. Auch ein zu früh Erwachter? Transition Room. Ja. Yeah. Aber ich sollte hier hin. I'm working on something more important. Gut, was soll ich tun? Deal with the corpse. Oh. Okay. Ich schätze mal, der soll auf den Haufen zu den anderen. Wie unerfreulich. Ja. Oh, ist das finster. Ich schau mal auf den Hals. Der ist nicht freiwillig abgetreten. Wann ist das passiert? Der hat doch eben gerade noch gelebt. Absolut verstörend, das hier. Okay, immerhin dürfen wir rein. Find her. I am unimportant. You have to put an end to this. I just woke up in the room over there. Ah, looks like you're finally awake. Do you know what this place is? Yes, of course. And those twisted things outside. We don't have the time for an explanation. Have a seat on that chair for now. I'm working on something else. Seht ihr diese Kopfhörer? So typisch russische alte Technologie. 80er Jahre, bei denen wahrscheinlich noch After Millennium angesagt. The most important part is you have to get out. No. We all have to get out of this place. Wait. Who are you? What are you doing to me? Why can't I recall anything? You don't know who I am? Mother didn't tell you? I have no idea what the hell you're talking about. Ich auch nicht. Who the hell is Mother? I no. swear to you, I don't know a thing about well, you. Well, that's impossible. For half my life, I have been serving her. One after another.
You have never succeeded. None of you have. Bitte diesen Herzschlag. Das macht voll unruhig. I put in so much effort to leave messages on the other side that none of you seem to care about them. Hey, listen. This might be a misunderstanding. There are things I can't call to mind. I arrived here by accident. I can't be one of those people you speak of, only right? People can pass through the abyss. I cannot. I am trapped here forever. My memories. Wait. You're saying you lost your memories? Yes. That's what I've been trying to tell you. I woke up in a room, passed through calibration, and ended up here. I... Es ist eine wahnsinnig hohe Qualität, oder? You do seem different from them. Those useless people out there. All they care about is doing their jobs. Perhaps I'm saying, perhaps you may succeed. If you wish to retrieve your memories, this thing can help you. No, you won't be lost forever like them. They're failures. Finding my memories? No, I think you've got the wrong person. I've explained it so many times. I did lose my memories, but I'm not one of those people you speak of. Listen, Abba. I don't know how you ended up here, nor do I care. But you got here, and that means it's your mission. You must find your true memories. You're insane! What are you doing? Hey! You'll meet me again. Look at me! On the other side. In a different form. Good luck, Daniel. Okay, als würde er uns runterspülen. Ich will gar nicht viel sagen, auch das Soundtrack ist wieder super genial. Einfach wirken lassen. War das krass oder war das krass? Ich habe immer noch überhaupt keine Ahnung, worum es gehen wird. Das ist alles so verwirrend. Wer war der Mann? Warum sollte ich ihn kennen? Wer ist Mutter? Welche andere Daseinsform ist es, von der er spricht? Was ist auf dem Band? Wir wissen eigentlich gar nichts. Where the hell am I? Jeder neue Eindruck scheint das Ereignis verwirrender zu machen. Okay, wir sollen checken. Checken wir es aus. Okay. Ein Bällchen. Wir nennen das Bällchen Antimaterie Dot. Ah ne, jetzt ist es einfach nur ein Schmuckkästchen, würde ich sagen. Oder Bonbons, so unappetitliche. Pfefferminz oder Lakritz oder sowas. Irgendwas, das keiner haben will und darin verschrumpelt und vertrocknet. Okay. Happy birthday, my child. Ist ein Spieluhr, okay. Und wo sind wir jetzt? Copy. Why is this here? Ich weiß es doch auch nicht.
Warum ist da Blut dran? What's the test subject status? Dormant, as usual. From now on, I'll deliver the bodies around this time. You'll take them to cold storage. Was? Understood. Professor, I can feel that his body is still mutating from the Dasein injection. Dasein? We'll try our best to contain the test subject. Understood. Professor, is there a way to free his consciousness from that huge body? Just like you, Gott, was ist das schon wieder? No, no. Don't kill me. Don't kill me. Don't kill me. Der sieht nach einem Problem aus. Sag mal, hatte ich da gerade ein Holzbein? Aber das liegt da jetzt. Darum krieche ich wahrscheinlich. Oh. Oh, bloß kein Lärm machen. Der müsste dort sein, ne? Okay. Ganz cool bleiben. Wehe, jemand atmet. Oder lässt was fallen oder so. Fühlt sich an wie der richtige Moment zum Laufen? Okay, Problem. Was bist du denn? Okay, run. Geht klar. Aber laufen ist das nicht. Er ist aber nicht drin. Hör dem Licht nach, würde ich sagen. Oh mein Gott. Ah, okay, hier. Sehr gut. Da passe ich durch, Wahnsinn. Was war das? Why is the monster here again? Wie, das kennst du? That damn recorder. Wie? Okay, also mal der Weihnachtsbeleuchtung nach, wie es aussieht. Warum ist die hier überhaupt? Why won't they leave me be? Grace. She must be waiting for me at home. I have to get out of here. D'accord, mein Guter. Oh ja. Grace. Wer ist Grace? Wait for me. Also ich hoffe, euch fuckt das nicht ab. Ich mag hier diese Spiele, wo man einfach in was reingeworfen wird. Überhaupt kein Plan, was los ist. Und es auch nicht unbedingt besser wird. Wenn dann auch noch das Ende offen ist. Dann haben sie mich. Oh. Ein Gerücht. Eine Möglichkeit, mehr Blue Bottles zu bekommen. Was sind diese blauen Flaschen? Weiß nicht. Jeden Donnerstag Nacht um 23 Uhr... bringen alles von Wert zum Loyalty-Parking-Lot an der dritten Main Street zum Tausch gegen Blue Bottles. Basierend auf dem Wert des Objektes, den du mitbringst. Was sind hier? Aber hier, die werden das sein, ne? Hier, Blue Bottles. Wofür sind die gut? Warum liegen die hier drin? Die wird doch jemand gebraucht haben. Wahrscheinlich hat sich hier schon jemand vor mir verstecken wollen. Ein alter Nadeldrucker. Leviathan. Die Firma produziert ihre eigenen Drucker. Ich frage mich nur gerade, ob ich jetzt versehentlich wieder rückwärts laufe. Ja, wir werden es gleich erfahren. Nee, ist richtig.
Hier wächst es auch schon durch. Hier ist schon lange keiner mehr durchgekommen. Zum Teil geschwärzte Berichte. Oh, das sind aber eine Menge Röhrenbildschirme. Was ist das hier für ein... Ist das ein Kabel oder ein Rohr oder was ist das? Ah, reizend. Und hier ein Zettel. Einige Mitarbeiter haben sich darüber beschwert, dass einiges an Ausrüstung nicht richtig funktioniert. Tausch alles aus mit Markierung, so wie Farbsignal-Bars. Das ist eine The Designated Disposal Area. Okay, dorthin soll man es verwerfen. Das liest sich wie eine Mission, ne, weil es gelb hervorgehoben ist. Alles, was nicht funktioniert, soll entsorgt werden. Seien es Menschen oder Maschinen. Bleibt gesund und arbeitet hart. Okay. Ihr entsorgt auch Menschen? Ich mag euch jetzt schon nicht. Ach, was ist denn das hier? Ich hab so Obey. Gehorche, okay? Das klingt nach einem sehr gesunden, gar nicht toxischen Arbeitsklima hier. Ich würde gerne hier anfangen. Nein, will ich nicht. Ich habe einen unheimlichen jungen Mann in der Gegend gesehen. Ist er der neue Interne? Mein mentaler Zustand baut ab. Ich habe 6 Blue Bottles heute getrunken, aber ich fühle mich immer noch müde. Es muss wegen des Kindes sein. Warum starrt er mich an mit diesem gruseligen Grinsen? Er hat mich sogar nach Hause verfolgt. Ist er von der Firma? Was immer du versuchst, ich werde es dir zeigen. Ist hier niemand? Aber er stand hier doch eben noch. Was ist das? Das klingt ja entsetzlich. Okay, das war schon wieder. Furchtbare Musik, unterbrochen von diesem dämonischen Geblubber. Hast du gehört, dass jemand vom 13. Stock isoliert wurde für die Behandlung? Nein, was ist passiert? Sie sagten, er war überarbeitet. Okay. Zum Punkt, wo sein Kopf ist, du weißt schon. Er sagte, dass ihm jemand folgt. Aber es hat sich gezeigt, dass er halluziniert hat. Ach, der arme Typ. Wo wir von Verfolgung sprechen. Hast du die Gerüchte gehört über das geisterhafte schwarze Auto? Nee, erzähl mir mehr. Da war ein schwarzer Sedan ohne Nummernschild in der Gegend. Griff jeden auf, der über die Straße ging. Achso, hier geht's noch weiter. Er hat sich kürzlich wieder gezeigt. Entweder nehmen die irgendwelche seltsamen Drogen oder haben einige Organe gestohlen. Und keiner von denen kann sich daran erinnern. Mein Freund sagt, er hat sie mit seinen eigenen Augen gesehen. Er denkt, die Firma steckt hinter alledem. Dann ist hier so ein Susch, keine Ahnung. Und handschriftlich zugefügt, ja, wir haben es im Griff. Denk dran, deine Unterstützung zu verifizieren. Ich nehme mal an, das Gespräch wurde belauscht und die wurden hops genommen. Ist das auch noch was? Oh. Ich habe mich dazu entschieden, mit der Operation weiterzumachen. Die Zeitungen berichten, dass der Eingriff eine einfache und sichere Methode ist, die alle Geistesstörungen beseitigen kann. Und die Patienten können sehr schnell wieder zurück zur Arbeit. Tatsächlich fühle ich mich deprimiert, seit ich mich von meiner Freundin getrennt habe. Ich habe mich dazu angetrieben, konstant weiterzuarbeiten und es zu vergessen, aber das scheint sich zu rächen.
Ich habe mehr Ängste seitdem. Ich hoffe, der Eingriff wird mir helfen. Ich fühle mich unbehaglich. Aber zu meiner Überraschung hat die Firma mir die Möglichkeit gegeben, einen Tag krank zu machen. Ich sollte der Sache eine Chance geben. Und jetzt, ich habe den Angriff machen lassen. Ich hoffe, alles wird in Ordnung. Nach 2 Tagen, ich fühle mich ruhig, sehr gut. Nach 4 Tagen, Arbeit, fühlt gut sich an. 25. Arbeit. Okay, die haben den, glaube ich, ein bisschen viel Hirn rausgeschnitten. Wohlstand ohne Arbeit. Segnung ohne Verpflichtung. Wissen ohne Charakter. Kommerz ohne Moral. Wissenschaft ohne Menschlichkeit. Verehrung ohne Opfer. Politik ohne Prinzipien. Okay. Was ist das hier alles? Ah, eine Schlüsselkarte. Oder habe ich die Karte? Ach ja, das sind die Sachen, die ich habe. Ich brauche irgendwas, um es hier drauf zu... Okay, ich muss wahrscheinlich irgendwelchen Abfall finden, den ich darauf werfe. Das war hier mein Auftrag. Hatte ich dich schon? Ja. Auch diese ganzen Sicherheitskameras. Warum stehen hier überall Schuhe vor den Stühlen? Haben diese Leute sich einfach in Luft aufgelöst? Stehen jetzt... Oh, die Uhren sind auch spiegelverkehrt, ne? Zeigen alle die gleiche Zeit an, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und sie sind spiegelverkehrt. Oh Gott, es ist furchtbar hier. Es ist so unmenschlich. So, was soll ich da jetzt reinwerfen? Oder irgendwas anderes? Okay. Die Zeit hat sich nie verändert. Wir wissen alles. Winston Research Institute. Okay, was wird jetzt von mir erwartet? Ich bin etwas unschlüssig. Kann ich die schließen? Nee. Auf der Seite kann ich sie nicht durchschreiten. Von hier. Macht jetzt aber, glaube ich, auch keinen Unterschied. Hier scheint noch Rohrpost aktiv zu sein. Hat aber auch keiner mehr abgearbeitet, wie es aussieht. Gut, das hatte ich auch. Verlier dich selbst in der Außenwelt. Finde dich selbst in den Bergen. Okay. Das sind diese Lautsprecher, aus denen das kommt, ne? Okay, ich bin jetzt unschlüssig, wie es weitergehen soll. Ach hier, da. Der Fernseher, der muss noch weg. So wie es aussieht. Das ist der einzige, der ein buntes Bild hat. Bunt mögen die wohl nicht so. Die ganzen mit statischem Rauschen scheinen in Ordnung zu sein. Okay. Reizend. Oh Gott. Das ist creepy. Wer sind diese Leute? Ah, hier. I'm Udo. Ich habe lange Zeit am Winston-Institut gearbeitet. Der Leviathan Corporation beizutreten war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Und ich werde sie niemals bereuen für den Rest meines Lebens. Du Schleimer.
Da bist du. Ich bin Henry. Ich bin verzückt von den Regeln und Regularien und ich erinnere mich an alle berühmten Zitate von Leviathan. Mehr noch, ein Lächeln ist immer auf meinem Gesicht, um meine professionelle Arbeitsethik zu zeigen. Die Leute nennen mich alle Mr. Smiley Face, Office Man. Ja, überleg dir warum und ob das nicht eher eine Beleidigung ist. Wann haben wir denn noch Leute? Lernen wir sie doch alle mal kennen, obwohl kennenlernen ist zu viel gesagt. Das sind ja total gleichgeschaltete Arbeitszombies. Hier haben wir noch jemanden. Ich bin Emilia. Ich mag die Arbeitseinrichtung. Alle arbeiten so hart. Als ob uns niemand davon abhalten kann, unsere eine eigene Arbeit zu machen. Wer bist du? Ich bin Evelyn. Winston Institute ist eine einmalige Chance für mich, um mich in meinem sozialen Rang aufzuwerten. Hier alles zu durchlaufen, um hier durchzukommen, muss ich mein Bestes geben, um mich bei der Leviathan Corporation dafür zu revanchieren. Oh, mich überkommt so eine Mischung von Mitleid und Anwiderung. Ah, hier ist was offen. Wo kommen wir jetzt hin? Oh, Blue Bottles und Blue Papers. Ja, da dachte man, noch schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Ah, ich muss mich hier setzen, wie es aussieht. Warum tut das dann nicht? Ah, gut. Sind Blue Bottles einfach Tintenfässer? Kleine Notiz. Bin gespannt. Ah. Nur für Mitarbeiter. Okay. Basierend auf dem Bedarf von Leviathan Corporation, die Firma hat folgende Entscheidung getroffen. Alle Urlaube werden nun zu Arbeitstagen. Okay, keine Überstunden werden aufgezeichnet. Jetzt geht es relativ schnell. Alle mögen dankbar sein für diese fantastische Möglichkeit und ihr Bestes geben. Okay, alle sollen die Änderungen abfeiern und werden ständig auf ihre Arbeitsperformance hin überwacht. Geil. Super. Oh, schönen Tag noch und genießt Weihnachten. Okay, ich soll das abstempeln. Und falls nicht, werde ich im Wald ausgesetzt? Oder was? Will ich den Scheiß wirklich abstempeln? Bleibt wohl keine Wahl. Have you ever found yourself experiencing the following symptoms? Still exhausted even after having a full night's sleep. Oh geil, geiler Job. Being completely spent even before the workday ends. Or being so depressed that you lose track of whatever task or project you are working on in the office. Stumbling about your day with your mind in a fog. Life seeming like a twisted illusion, leaving you feeling lost. Sie,
regret that these negative emotions are hindering your work performance and overall happiness in life. Ich mach das jetzt 2 Minuten für mich genauso, ja? Do you suspect that your fellow colleagues are just as distracted from work as you are? Das ist entsetzlich. Ich kann nicht mal mehr stempeln. What is this? This work shows a real lack of competence on your part. Maybe you should. You need to stop by my office when you're done. One thing that Lolita cannot abide in its employees is them making an excessive amount of mistakes on tasks assigned to them. Okay, ich muss was aus der Blue Bottle nehmen. Nee, ich stell's wieder weg. Kann ich's auch wegstellen? Ich will den Scheiß nicht. Na gut, was soll's. Und schon geht's mir besser. Faszinierend. Na, guckt euch mal das Stempelkissen an, was für eine Detailverliebtheit. Das ist so furchtbar. Ich glaube, Blue Bottle macht einfach das Gehirn kaputt, dass man diesen Stumpfsinn erträgt. Ich muss es gar nicht einstippen. Es geht auch so. Look, Sean, the bottom line is that your mistakes will be part of your record in this company. Please ensure that you're more careful going forward. Ja, komm, was soll's. Oh, eine Notfallmitteilung. Ah, das kennen wir ja schon. Jetzt gehört meine Freizeit auch der Firma. Das ist ganz toll. Oh, aber ich werde jetzt bestraft für eine schlechte Arbeitsleistung. Bitte was? Was? Und der etwa verbrannt? Habe ich das richtig gesehen? Man fühlt wirklich diesen Stumpfsinn. Es ist entsetzlich. Dann doch lieber von irgendwelchen glitschigen Monstern durch Gänge gejagt werden. Ah, letztes Blatt. Wir haben es geschafft. Don't drink it. Es verändert deine... Ja, das glaube ich. Es verändert mich allerdings. Das ist genau das, was sie wollen. Ja, ich fürchte auch. Boah, das ist so krass. Nur für Mitarbeiter. Erhöht die Konzentration von SH507 in den Blue Bottles, wie angefragt. Die Droge verändert den Austausch von Monoaminneurotransmittern, um mehr Fokussiertheit und Gehorsamkeit zu erzeugen und gleichzeitig
das Gemüt abzumildern. Nach den Ergebnissen von Laborstudien zeigt die Gruppe zu 38,2% Zuwachs an Produktivität im Vergleich zur Kontrollgruppe. Es kann Nebeneffekte geben, leichte Abhängigkeit, Angstzustände, Irritationen. Ist denen aber wahrscheinlich egal, ne? Okay, können wir jetzt hier raus? Das ist ja wirklich furchtbar. Haben wir überhaupt irgendwas geschafft? Wer braucht das alles hier? Nimm die Blue Bottle, wenn du müde bist. Nimm sie doch selbst, ich geh schlafen. Okay. Dass es so gesellschaftskritisch ist, hätte ich nicht gedacht. Na, da schien ja auch wirklich das Leben von abzuhängen, ne? Die haben ja keine halben Sachen gemacht. Die fehlt ein Köpfchen, Guter. Ich habe kein Köpfchen für dich. Wo finden wir das denn? Okay. Stummer Hilfeschrei. Sollen wir ihm den aufsetzen? Wahrhaftig. Geht's dir besser? Das klingt gar nicht gut. It's here. Was ist hier? Oh mein Gott. Hoffentlich ist das auch die richtige Richtung. Ich kann ihn nicht mehr umdrehen. Wer baut sowas? Was war das? Ist deine Tür aufgegangen? Ich habe keine Ahnung. Die wirken auch unnatürlich groß. Wo soll ich hin? Zu den Fernsehern? Oder von ihnen weg? Okay, das hat sich erledigt. Okay. Ich schätze, sowas passiert. Oh, fuck. No, no, no. It's here again. Ja. Mir gefällt das auch nicht. Aber uns fragt keiner. Oh fuck, okay. Da. Gut. Faster! I must go faster! Finde ich auch. Vielleicht eine Blue Bottle oder so? Oh fuck. Oh Gott! Ist ja völlig irre. Mann. Fuck! My prosthetic! Gut, er hat also wirklich normalerweise eine Prothese. Darum sind wir so langsam. Stellt ihr euch jetzt bloß nicht auf ein Bein hüpfend vor. Das ruiniert die Atmosphäre. This isn't real. This can't be real. Oh nein, bitte nicht. No, don't kill me. You've already taken one of my legs. What more do you want? I'm begging you. I have a kid. I haven't gotten to say goodbye. Don't kill me. Wer bist du? That thing's real. Before all this happened, was it the same monster that took your leg?
Hat ich seine Erinnerung gesehen? Everyone thinks I'm mad, including me. This monster made me lose my job, my family. I did something terrible. I feel bitter. But none of that matters now. The only person who believes me turns out to be the Thorpe Bureau agent interrogating me. What I saw in your head doesn't show the entire truth. The key to resolving everything lies deeper. Things that I've yet to see. Sean, for your child and for yourself. Let's make a deal, Agent McGovern. If, I'm saying only if, promise me the Thorpe Bureau will protect my child from those bastards. Then I'll show you the truth about this monster. Mother, I use my authority as a Rome agent to request protection for Grace Mendez. Request approved. The Thorpe Bureau has been informed. Let's begin. Wahnsinn. Okay. Haben wir noch was zu tun? Diese Demo. Ich meine, sie ist noch gar nicht so lang, aber es ist so intensiv. Ich finde das heftig. Gameplay-technisch ist da ja gar nicht so viel zu tun, aber es ist Wahnsinn. Begin, Rome. 5, 4, 3, 2, 1. Synchronization complete. Also, ich bin gehypt. Bis zum Anschlag. Wenn das erscheint, sind wir dabei. Auf jeden Fall. Und wer singt das? Das ist so gut. Wenn jemand von euch weiß, wer das singt, bitte in die Kommentare. Das ist ja... Hier passt einfach alles. Das ist ungemein Kafkaesk, dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob das andere auch dachten. So die ersten visuellen Eindrücke haben mich sehr an Death Stranding erinnert. Dann geht's so zu 12 Monkeys. Und jetzt ist es wirklich der fleischgewordene Kafka-Roman. Vielleicht sogar noch mehr Brazil als 12 Monkeys. Du gehst so diese Terry Gilliam-Handschrift. Daniel, wake up. Nur halt weniger humorvoll. Viel bitterer. Where the hell am I? When the Leviathan Corporation came, everything changed. We brought hope. This mother that you all worship, has she made this city any better? He has lingered too long at the gate of death. How do you know if his consciousness is still in his body anyway? Tell me, do you think a glimpse of a memory is the absolute truth? You don't get to choose to see the events that led up to these memories, or what transpired after. You should know more than I do about how Leviathan operates. Why don't you kill me? Because you're a good person.
Whether it's in this space or another space, you're a good person. What's going to happen next? You. Will you help me? You just don't know it. Heftig. Und diese... Vielleicht kann sich jemand nachfühlen. Wir waren in dieser technokratischen, unmenschlichen Welt, wo unsagbare Dinge mit bemerkenswerter Apathie vor sich gingen. Und als er fragte, warum ich, und sie sagte, ja, weil du, you're a good person. Das war so ungewohnt. Das war wie ein Stich, weil das auch nicht in dieser kaputte Welt gepasst hat. Und er war ein Wrack. Na. Weil gute Menschen diese Welt kaputt macht. Okay. Also ich freue mich wahnsinnig auf die Vollversion. Die werden wir auf jeden Fall gemeinsam erleben. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.